aufstehen. Schule, Arbeit. Tantchen füttern nicht vergessen. Schröder. Guten Morgen, Schröder. Tschüss, Schröder. Bis heute Abend. Ich könnte auch die Kammer auf dem Dachboden haben. Paul, stellst du das mal in den Kühlschrank? Ich verstehe, dass du ein eigenes Zimmer haben willst, aber ich habe im Moment echt andere Sorgen. Ja, aber die kleinen Nerven. Selber. Nach der Ernte. Versprochen. Das ist letztes Jahr auch schon gesagt. War jemand Brot? Hab genug. Auf geht's. Und dann muss die alle ich essen. Gut, alles klar. Ich habe ein Gespräch auf der anderen Leitung. Frau Gebauer, guten Morgen. Ich bin im Fahrstuhl hier. Dann beantragen Sie Fristverlängerung. Ja, bis gleich. Ja. Hallo. Ja, ich kann jetzt nicht. Ich rufe später an. Meine Lehrerin in Kunst ist voll blöd. Erst hat sie mir gesagt, wir sollen einen ganz, ganz kleinen Fisch malen. Im großen Ozean und dann hat sie mir keinen einzigen Stern gegeben. Verstehe ich gar nicht. Du bist doch voll getroffen. Aber das ist ein ganz kleiner Fisch. Eine Erbschaftsangelegenheit. Sie haben ja vollkommen recht. Aber es hilft ja nichts. Wir haben den Mann mehrfach angeschrieben. Keine Reaktion. Um die Sache muss sich jemand vor Ort kümmern. Und dieser jemand sind Sie. Aber Sie haben mir ganz andere Aufgaben versprochen, Herr Henning. Größere. Erledigen Sie diese Sache und danach reden wir über eine Partnerschaft. Geredet haben wir genug. Der nächste Fall wird prickelnder. Versprochen. Es geht um ein altes Weingut. Der ehemalige Besitzer Karl Beermann ist vor 4 Monaten gestorben. Einziger Erbe, sein Sohn Siegfried Beermann, sein einzig leiblicher Sohn. Karl Beermann hatte noch einen Pflegesohn und den hat er auf dem Weingut wohnen lassen. Der Mann heißt Peter Jahn. Nach Auskunft unseres Mandanten lebt er zurückgezogen. Keine sozialen Kontakte, keine Arbeit. Eine Randfigur der Gesellschaft. Viel Spaß, Jungs. Ich hab's vergessen. Kannst du mal kurz? Was gibst du mir jetzt auf den letzten Drücker? Paul! Aufpassen in Deutsch, ja? Oh, die Trulla vom Jugendamt. Herr Jahn, hallo, warten Sie! Was ist denn jetzt mit dem Sommernachtstraum? Sommernachtstraum? Ja, Paul wird in der Schulaufführung den Oberon spielen. Seine Noten in Deutsch sind eine Katastrophe, sagt die Lehrerin. Der Junge hat einfach kein Gefühl für Sprache. Hat er Ihnen denn nichts von unserem Projekt erzählt? Nee, hat er nicht. Vielleicht können wir zwei uns ja mal treffen. Das Stück diskutieren. Was meinen Sie? Ist im Moment ganz schlecht. Tut mir leid. Wir haben Weinlese. Wir müssen los. Ja, wir müssen los. Tschüss. Wiedersehen. Der Hof soll verkauft werden, so schnell wie möglich. Ich habe einen Kaufinteressenten, einen Investor. Es gibt sogar schon Bebauungspläne. Da darf natürlich kein Mieter drin sein, ist natürlich klar.
Also, was ist denn nun? Sie sagten doch, Sie hätten ihn angeschrieben. Wir haben ihm die Kündigung bereits mehrfach geschickt, aber bisher... Schicken Sie ihm noch eine. Wenn ich das richtig verstehe, guten Tag. Dann soll Ihr Bruder... Das ist nicht mein Bruder. Gut, dann also der Herr... Jan. Also, der Herr Jan soll den Hof besser heute als morgen räumen. Ja. Hat ja nicht mal einen Mietvertrag. Schmeißen Sie ihn raus. Sie können sich auf uns verlassen, Herr Beermann. Ja. Will ich auch hoffen. Also, schönen Tag noch. Merkwürdig, aber solvent. Sie haben es ja gehört, Frau Stein. Auf. Fahren Sie dahin und sorgen Sie dafür, dass der Herr dort so schnell wie möglich auszieht. Machen Sie ein bisschen Druck. Drohen Sie mit der Räumung, das Übliche. Die sind ja immer noch da, hm? Hallo, Schatz. Mensch, Torte, du hast versprochen, dass du den Vollerter reparierst. Du kannst doch nicht immer nur an deinen Modellautos rumbasteln. Also jetzt hör sich an wie meine Frau. Es ist Erntezeit, ich brauch das Ding. Es kann jeden Moment losgehen. Samstag ist Wettrennen, da geht's um die Wurst. Und danach ist deine alte Lady dran. Das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Inzwischen ist der Traktor kaputt und der Jeep macht auch schon komische Geräusche. Ich brauch dich. Du musst mitkommen. Sei ein Freund. Bitte. Also gut. Du und dein Strott, echt. Tschüss, Papa. Bis heute Abend. Wie, bis heute Abend? Bis heute Mittag. Rumtreiben ist nicht, Fräulein. Du weißt, was zu machen ist. Ich bin gleich wieder da. Achtung, Sie fahren Offroad. Dem geht aber auch wirklich gar nichts. Nicht mehr viel zu sagen. Und wenn, dann streiten wir nur. Gib mir mal den 18er. Ring oder Gabel? Ring. Ich habe meine Autos, sie hat ihre Serien. Habe ich mir irgendwie auch anders vorgestellt. Also, weißt du, wenn ich mein kleines Mädchen nicht hätte... Julia ist doch schon ein ziemlich großes Mädchen. Hat sie schon einen Freund? Warum machst du Witze? Meine Julia doch nicht. Der rutscht durch. Gib mir die Rohrzange. Gibt's die auch in klein? Hab ich in der Werkstatt. Was ist denn mit dem Vollerntertorte? Mensch, wir brauchen den! Sag mal, fängt der jetzt auch schon damit an? Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Das möchte ich aber stark bezweifeln. Fata Morgana. Fata. Guten Tag, die Herren. Ich bin Sarah Stein, vertrete die Kanzlei Henning & Co. Siegfried Beermann in der Erbschaftsangelegenheit Karl Beermann. Tag. Guten Tag. Klaus Grabo. Tagchen. Peter Jahn nehme ich an. Thorsten Neumann. Peter Jahn. Also gut. Es geht um die Kündigung des Wacholderhofes. Was für eine Kündigung? Moment. Frau Gebauer, was gibt's? Sagen Sie Dr. Behling, ich rufe zurück. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nichts von der Kündigung. Lassen wir doch die Spielchen, ja? Wir haben Sie mehrfach angeschrieben. Sie haben nicht darauf reagiert. Sie haben die Widerspruchsfrist verstreichen lassen. Damit dürfte klar sein, dass Sie binnen 3er Monate hier raus sind. Hier. Eine Abschrift. Also ich dachte, du erbst den Hof.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Nein, Herr Bälde, wir hatten verabredet, dass die Vorauszahlung fürs vierte Quartal nicht gezahlt wird. Ja. Ja, genau. Und die 7G-Rückstellung nicht vergessen. Entschuldigung. Hallo. Ich rufe zurück. Ich habe diese Kündigung nie erhalten. Das sagen Sie alle. Und hier muss ein Missverständnis vorliegen. Herr Beermann wollte mir den Hof und das Weingut vererben. Er war letzten Sommer hier und hat sein Testament extra geändert. Ich war ja dabei. Ja, das kann ich auch bezeugen. Nur ist dieses Testament bedauerlicherweise nirgendwo aufgetaucht. Somit geht das gesamte Erbe an den einzig lebenden leiblichen Verwandten Siegfried Beermann. Und der beansprucht nun sein Erbe. Ich habe mich eigens auf den Weg gemacht, um Ihnen klarzumachen, dass Sie binnen 3er Monate, das heißt bis spätestens 19.12. hier ausgezogen sein werden. Das war's auch schon. Schönen Tag noch. Frau Stein? Ich lebe seit 8 Jahren hier. Laut Mietrechtsreform von 2001 beträgt die Kündigungsfrist 9 Monate. Da hat sich aber jemand schlau gemacht. Ich dachte, Sie haben keine Kündigung erhalten? Habe ich auch nicht. Herr Jahn, was wollen Sie überhaupt? Ihr Bruder ist doch überaus fair zu Ihnen. Er hat Sie gekündigt wie einen regulären Mieter und das, obwohl Sie weder Miet- noch Pachtvertrag haben. Nach § 535 BGB kann ein Mietvertrag auch konkludent geschlossen werden. Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ein wesentlicher Aspekt eines Mietvertrages ist die Entrichtung des Mietzinses. Sie haben keinen gezahlt, denn das würde sich ja nachvollziehen lassen. Morgen früh um 10 Uhr werde ich Ihnen die erforderlichen Nachweise vorlegen. Da bin ich aber gespannt. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe zu tun. Sie lecken. Bitte? Ihre Wanne leckt. Die Ölwanne. Also, die leckt. Gewaltig. Tja, die leckt. Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Idiot. Verräter. Ein wesentlicher Aspekt eines Mietvertrages ist die Entrichtung des Mietzinses. Zicke. Also, er ist früher mal ein richtig guter Anwalt gewesen. Der Jahn war mal Anwalt? Warum sagt mir das denn keiner? Weiß ich auch nicht. Wie lange wird denn die Reparatur dauern? Wir brauchen eine Wanne, die Stutzen sind hinüber, also muss ich beim Werk bestellen, dauert eine Weile. Warum wollen Sie eigentlich, dass Peter da oben auszieht? Ich will gar nichts, ich bin Anwältin, vertrete meinen Klienten, der den Hof rechtmäßig geerbt hat. Oh, Vorsicht! Pardon? Der Spider. Mein Meisterwerk. Kommen Sie mal mit. Da ist ja praktisch alles vorhanden. Anschnallgurt, Lenkrad, Licht. Sie haben wirklich nichts vergessen. Also im Kleinen wie im Großen. Für den haben Sie mir schon 600 geboten. Ist nicht wahr. Doch. Also, es wäre unglaublich toll, Herr Neumann. Torte. Torte, wenn Sie mein Auto heute noch... Heute? Keine Chance. Dann brauche ich ein Zimmer. Es gibt nur eine Pension hier am Ort. Schön hier, ne? Also habe ich alles selbst renoviert. Aber morgen ist mein Auto doch fertig. Frühestens übermorgen. Also ich rufe gleich mal beim Werk an und mache ordentlich Druck. Das nächste Hotel gehobener Klasse befindet sich in 30 Kilometern. Sie hat doch kein Auto. Schatz, wolltest du nicht noch die Flaschen wegbringen? Ja. Macht 28,60. Ist ohne Frühstück. Sie muss noch Siegfried Beermann, bitte sprechen Sie nach dem Piep. Hallo Siege, hier ist Peter.
Wir müssen dringend miteinander reden. Ruf mich doch mal an. Danke. Tschüss. Der geht nicht ran. Hätte ich das Testament verschwinden lassen, würde ich auch nicht rangehen. Guck mal her. Zitat von Rechtsanwältin Sarah Stein. Ich muss Menschen überzeugen, dass ich Recht habe. Ganz schön überspannt, die Gute. Sag mal, Peter, was versprichst du dir davon? Kenne deinen Gegner. Alte Juristenregel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Welt. Übrigens, der Briefträger hat mir erzählt, er hätte Briefe von einer Kanzlei eingeworfen. Vielleicht war die Kündigung da dabei. Ja, und wo sollen die geblieben sein? Es können doch nicht einfach Briefe verschwinden. Das ist doch mysteriös. Hey, Zwerg. Mhm. Du musst nicht langsam mal ins Bett? Ich bin kein Zwerg. Komm gleich hoch zu euch. Wo kommst du jetzt her? Schwierige Sache, dieser Vollernter. Schwierige Sache. Und was der für Flecken macht, so ein Vollernter. Erstaunlich, ne? Ich kenne ein Land, wo wilder Thymian blüht. Du, Paul, vielleicht müssen wir hier weg. Quatsch, wie kommst du darauf? Weiß nicht. Wo wilder Thymian blüht, wo Veilchen wachsen. Veilchen. Oh, fliegende Bücher. Interessant. Shakespeare. Ich hasse Shakespeare. Mann, ich kann das nicht. Als ich angefangen habe, Wein zu machen, da habe ich auch oft gedacht, ich hasse Wein, wirklich, ich hasse das. Na und? Ja, aufgeben kann jeder. Weitermachen ist schwer. Aber ich verspreche dir, wenn du weitermachst, kommt irgendwann der Moment, wo es anfängt, Spaß zu machen. Niemals. Doch, da wette ich mit dir. Aufgeben ist was für Dilettanten. Also, weitermachen. Du, Peter. Ja? Was sind Dilettanten? Dilettanten sind Leute, die einfach aufgeben. Peter? Hm? Ach, nix. Das ist aber ganz schön wenig. Na. Meine Eltern haben ihn als Pflegekind zu sich aufgenommen. Die hielten das für eine gute Idee. War's nicht. Was war mit seinen Eltern? Weiß ich nicht. War er mal verheiratet? Ja, seine Frau ist gestorben. Wünschen Sie vielleicht einen Wein? Den hier kann ich sehr empfehlen. Der ist von Herrn Jahn, wurde sogar ausgezeichnet. Nein, danke. Ich trinke keinen Wein. Hallo? Hat wohl nicht geschmeckt. Entschuldigung, Frau Neumann, ich habe zu tun. Da will ich nicht stören. So, können wir jetzt wieder? Gut, fassen wir zusammen. Nach dem Tod seiner Frau ist er abgestürzt. Die Kanzlei hat ihn hinausgeworfen. Er ist hierher gekommen, um sich zurückzuziehen. Und der alte Bärmann, ihr Vater, sein Pflegevater, hat ihm den Hof zur Verfügung gestellt. Der hat alles richtig. Und wann schmeißen Sie ihn endlich raus? Tja, Herr Bärmann, wir haben ein Problem. Er kennt die Gesetze. Ja, und? Und noch etwas. Er behauptet, dass ihr Vater ihm Haus und Hof vererben wollte und dass es sogar ein Testament gegeben hat. Was ist damit? Hm? Kann ja viel behaupten. Ich habe die Ersatzteile bestellt. Moment, Herr Bärmann. Komm übermorgen. Und dann noch der Einbau, also. Vielleicht ist es ja gar nicht so eine schlechte Idee, ein bisschen hier zu bleiben. Finde ich gut. Wenn du Lust auf eine Spritztour hast, hm? Einfach Bescheid sagen. Hallo? Hallo! Bin gleich bei Ihnen. Morgen früh brauche ich einen Ersatz für mein Auto. Das kriegen Sie doch hin, Herr Neumann. Ah, Torte. Morgen früh steht was vor der Tür. Versprochen, Sarah. Hallo! Hallo, ich bin auch noch da.
Jahren. Guten Morgen, Frau Stein. Schicker Helm. Schön, dass er Ihnen gefällt. Und wie sieht's aus? Haben Sie die Nachweise? Selbstverständlich. Sie werden feststellen, dass meine Investitionen als Mietzahlungen gewertet werden können und höher liegen als die örtliche Vergleichsmiete. Vielleicht sollte ich bei Herrn Beermann eine Rückerstattung beantragen. Was meinen Sie? Dann wird es eben etwas länger dauern. Aber Sie werden hier ausziehen, das verspreche ich Ihnen, so wahr ich hier stehe. Ja? Hallo Peter, hier ist Gabi. Du, ja, ich hab da was entdeckt. Ich rufe später zurück. Ja, ruf später. Ruf gleich zurück, ja? Danke, tschüss. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, ausziehen. Wissen Sie, ich möchte Ihnen nicht die Laune verderben, aber das kann Jahre dauern. Mit Kindern. Sie kennen ja das Argument, soziale Härte. Kinder? Was für Kinder? Pflegekinder. 3. Alles Jungs. Sie haben Kinder? 3 Pflegesöhne und die wohnen alle mit mir hier auf dem Hof. Der ist Anwalt, der hat 3 Pflegekinder. Was denn noch? Ich sag Ihnen was, Herr Henning. Diese Geschichte hier, die können wir komplett vergessen. Keine Chance. Ich werde mir jetzt ein schönes Taxi nehmen und zum nächsten Bahnhof fahren. Ein Auto? Ach, das lasse ich mir schicken. Das werden Sie nicht. Sie bleiben da und holen die Kuh vom Eis. Partner. Partner? Gut. Gut. Aber wenn ich das hier zum Erfolg bringen soll, brauche ich mehr Informationen. Und zwar schnell. Kriegen Sie. Partner. Ich habe gleich gewusst, dass die nichts Gutes im Schilde führt. Weißt du, was die vorhaben? Die wollen ein Wellnesshotel bauen. Warte mal. Hier steht's. Das Wellnesshotel Wacholderhof, moderne Architektur unter Einbeziehung der historischen Substanz. Und aus deinem Weinberg, da wollen die einen Park mit Badelandschaft machen. Ah ja? Tu mir einen Gefallen, Gabi, und behalt's für dich, ja? Ich schweige wie ein Grab. Was willst du denn jetzt tun? Mir meinen lieben Bruder vorknöpfen. Ciao. Hallo? Sie haben recht. Mit diesen Kindern haben wir keine Chance, ihn da schnell rauszubekommen. Das sag ich doch. Uns bleibt nur eins. Wir müssen ihm nachweisen, dass er als Pflegevater ungeeignet ist. Also, die zuständige Frau beim Jugendamt heißt Dora König. Jeden Freitag in der Mittagspause besucht sie ihren Friseur. Die flotte Locke. Bescheuerter Name. Die Jungs, die hat er ja dem Pastor zu verdanken. Zuerst war ja nur Leon da. Eine provisorische Lösung hieß es. Also ich war ja nicht dafür. Ein Alleinerziehender mit 3 Jungs und voll erwerbstätig. Ich finde, der macht das ganz gut. Peter Pan und seine verlorenen Jungs, sagen wir immer. Alles gut und schön. Aber Kinder müssen auch gefördert werden. Und gerade diese haben es bitter nötig. Sehen Sie, ich mache mir doch wirklich Gedanken. Paul, der Mittlere zum Beispiel, hat starke Probleme mit schulischen Leistungen und sozialem Verhalten. Aber wen wundert's? Der kommt aus den schlechtesten Verhältnissen, der Ernste. Bitte mal. Na, jedenfalls hatte ich die Idee, ihn in der diesjährigen Theaterinszenierung spielen zu lassen. Zur Entwicklung von Teamfähigkeit, sinnlichem Umgang mit Sprache. Das schult seinen Geist und er kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Interessanter Ansatz. Na, sagen Sie. Aber Herr Jahn, er sieht einfach nicht, dass ich nur sein Bestes will. Keine Spur von Anerkennung oder Wertschätzung. Ich bin immer nur die Truller vom Amt. Glauben Sie mir, ich weiß, wie sich das anfühlt. Sigi, hör auf mit dem Quatsch. Ich weiß, dass du da bist und ich weiß, dass du mich sehen kannst. Ich muss mit dir reden. Ich wüsste nicht, worüber. Also, ich find's ziemlich blöd, hier draußen zu stehen und über Erbschaftsangelegenheiten mit dir zu sprechen. Willst du mich nicht reinbitten? Hallo, Sigi. Ich wüsste nicht, was ich mit dir reden sollte.
Ich habe dir zig Briefe geschrieben und du hast nicht einmal geantwortet. Ich habe keinen einzigen Brief von dir bekommen. Außerdem, wer schreibt heutzutage noch Briefe? Wieso hast du mir keine E-Mail geschickt oder hast mich angerufen oder bist einfach vorbeigekommen? Das geht dich überhaupt nichts an. Also gut, Sigi. Alles, was ich will, ist ein Gespräch zwischen zwei vernunftbegabten Erwachsenen. Bitte. Die Olle König ist ja bloß sauer, weil sie schon seit Jahren bei ihm abblitzt. Aber wen wundert's? Bei den Haaren? So, ich hole Ihnen jetzt erstmal einen Kaffee, ja? Ist die Temperatur so richtig? Vielleicht ein bisschen kühler. Ich hab gern einen kühlen Kopf. Gut. Vater wollte... Erfahr nicht dein Vater zum hunderttausendsten Mal! Vater wollte mir den Hof vererben. Und ich frag mich, wo das Testament geblieben ist. Wer weiß. Vielleicht habe ich es verschwinden lassen. Das ist unfair, Sigi, und das weißt du ganz genau. Nenn mir einen Grund, warum ich fair sein sollte zu dir. Hallo? Hallo, das wird ein bisschen heiß hier. Psst, psst. Hallo? 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 Kein schönes Gefühl, wenn man Schwächling ist, oder? Schwächling, Schwächling. Du bist ja krank! Schwächling, 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 Schwächling. Schwächling! Arschloch! Selber! Tut mir leid, aber wir sind komplett ausgebucht. Aber das kann doch gar nicht sein. Da hängen doch die ganzen Schlüssel. Radwandergruppe. Kam ganz spontan immer unterwegs. So sind sie. Was sie nicht sagen. Gibt es hier eigentlich ein Geschäft für, na, so für alles? Also auch für Camping? Tja. Ich kenne ein Land, wo Thymian blüht, Primeln leuchten. Und Veilchen blüht. Nee, blüht. Ich schon viel besser, wirklich. Kein bisschen. Alles Mist. Wer ist denn das? Und du? Sarah. Was ist denn mit deinen Haaren passiert, Sarah? Ein Unfall. Du Arme. Wohnst du jetzt hier? Für ein paar Tage, denke ich, ja. Den Gehumpel? Meinst du, es gibt hier Mäuse? Nö, aber Ratten. Aber nur ganz nett. Ist ja total ungemütlich hier. Wart mal. Schon besser. Danke. Lass mal, ich hänge sehr daran. Eine Erinnerung. Du brauchst noch eine Lampe. Komm, mein Freund. Wohin des Wegs? Die braucht sie.
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Die trägst du sofort wieder rein. Also gut. Eine halbe Stunde extra Fernsehen. Und zwar genau ab jetzt. Ja, super. Ja, klasse. Darf ich fragen, was das werden soll? Morgen wird ein Käufer zur Besichtigung kommen. Sie sind verpflichtet, ihm Einlass zu gewähren. Ich halte es für besser, wenn ich vor Ort bin und den Mann durch das Haus führe. Sie packen jetzt sofort Ihre Sachen zusammen und verlassen den Hof. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das tatsächlich auch wollen. Mutwillige Zerstörung von Eigentum, Androhung von Körperverletzung. Sie können sich sicher vorstellen, wie viel Mühe es mich gekostet hat, Herrn Beermann davon zu überzeugen, von einer Anzeige abzusehen. Na, sehen Sie, sind wir uns doch einig geworden. War doch gar nicht so schwer. Es muss furchtbar sein, Sie zu sein. Wenn Sie vernünftig werden, ja, verschwinde ich hier auf der Stelle. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden in Ihrem ganzen Leben nie wieder etwas von mir hören. Verlockende Vorstellung. Was muss ich dafür tun? Sie sollten mal fragen, was Sie dafür bekommen könnten. Und vor allem, wie viel. Ich nenne es eine kleine Starthilfe mit 4 Nullen. Und die Zahl vor den Nullen, die sinkt von Tag zu Tag. Wenn es um meine Liquidität so mies stünde wie um Ihre, da würde ich langsam anfangen, die Koffer zu packen. Sie sollten sich einen neuen Friseur suchen. Bin ich zu dir. Lara? Lara? Sarah? Ja. Hey, schöne Haare. Ist mein Wagen fertig? Noch nicht. Du wohnst nicht mehr bei uns. Ja, Torte. Ihre Frau hat mir gesagt, Sie wären ausgebucht. Hm. Du weißt ja, wie Frauen sind. Sarah, ich habe ein Problem. Ich muss meinen Wettbewerbswagen lackieren. Ja, mir fällt nichts Gutes ein. Ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht. Vielleicht hast du eine Idee. Wie wär's mit Tiger? Tiger? Tiger. Tiger. Das ist gut, das ist richtig gut. Sag mal, willst du mich morgen begleiten zum Rennen? Also, es ist die Volksfeste, da gibt's Flammkuchen und Wein. Bier und Würstchen. Finger weg, das brennt wie Hölle. Was ist denn das? Das stinkt ja furchtbar. Das ist gegen Verspannungen. Was macht die Frau Anwältin noch hier? Was? Du weißt, was sie vorhat. Die will doch unseren Hof verticken, daraus ein Wellnesscenter machen. Das ist doch alles noch gar nicht sicher. Na, wieso hast du nichts gesagt, Peter? Woher weißt du das überhaupt? Ja, Jürgens Mutter. Hey, du kennst sie doch. Verschwiegen wie ein Grab. Müssen wir hier weg? Schuld daran ist diese Tussi. Was hast du jetzt eigentlich vor? Ich meine, morgen kommt doch schon der Käufer. Es kann noch Jahre dauern, bis sie uns hier raus haben. Ja, aber trotzdem müssen wir doch irgendwann hier raus. Vielleicht. Dann suchen wir uns was Neues. Aber wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Versprochen. Schade. Ich dachte, sie wäre einer von den Guten. Sie sah so aus. Ja, hier. Hallo? Ich hab sie rausgeschmissen. Gabi, toll. Erst alles ausplaudern und jetzt wohnt ihr auch noch hier. Ich wollte dich nur warnen. Die Frau ist gefährlich. Heute beim Friseur hat sie die König vom Jugendamt ausgefragt. Tatsächlich? Sie hat sich haarklein nach dir erkundigt. Übrigens, Gabi. Dein Mann ist gerade bei ihr. Gabi? Hallo? Gabi? Hallo? Da schickt man das Kind auf einen Klassenausflug. Geh zum Friseur. Wirf dich hier
bringt alles durcheinander. Das kannst du laut sagen. Du musst hier weg. Genau. Es geht nicht, beim besten Willen nicht. Ich drücke ganz fest die Daumen. Und nicht nur an den Tiger, sondern auch an mein Auto denken. Ne? Also komm, ich helfe dir, wo ich kann. Ha? Thorsten, deine Frau Gabi hat gerade angerufen. Die Bratkartoffeln werden kalt. Tut mir leid. Ich hab gar keine. Ihr führt doch was im Schilde, ihr zwei. Nö. Falls doch, lasst es lieber. Die Frau ist gefährlich. Wir auch. Ich kenne keine Frau, die Mäuse und Spinnen mag. Und Ratten. Noch weniger. Ratten gibt es hier jede Menge. Riesengroße. Und kein bisschen nett. Nur damit du Bescheid weißt. Wir locken die hierher. Und zack, ist die Tussi in der Kacke versenkt wie die Titanic. Was ist, wenn sie ertrinkt? Ach Quatsch, stimmt. Das Wasser geht ihr doch nur bis zum Bauch. Und jetzt komm. Blätter. Müssen wir sie nur noch herlocken. Und ich weiß auch schon wie. Der Finanzinvestor Springwater wurde vertreten durch die Rechtsanwaltskanzlei Vogel und Jahn, die schon nach der zweiten Verhandlung resignierten und das Mandat niederlegten. Aha. Ich muss los. Nicht jetzt. Hat der Ausflug eben ein bisschen länger gedauert. Dein Vater? Ja, Papa? Wir verabschieden uns gerade von unserer Lehrerin. Ich bin gleich zu Hause. Ja, ich erkläre es dir später. Morgen bleibe ich auf jeden Fall. Da ist er bei seinem Rennen. Und merkt eh nichts.
Ich bin hier verabredet mit Frau Stein. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde? Ja. Das ist... Frau Stein. Bisschen überdreht, die Gute. Aber sonst eine ganz reizende Person. Reizend. Sie haben Ratten? Ja. Na dann, wiederschauen. Hier ist Tantchen. Die ist vielleicht dahin gelaufen. Sie sind zu spät, der Käufer ist weg. Das waren Ihre Jungs. Die haben mir irgendwas ins Parfum gefüllt. Und das brennt wie Feuer. Haben Sie irgendwelche Beweise? Ach komm Sie, das war ein harmloser Kinderstreich. Harmloser Kinderstreich? Das ist Körperverletzung, Paragraph 223. Ich weiß nicht, ob Frau König vom Jugendamt das genauso lustig finden wird wie Sie. Sie sind ja noch nicht mal in der Lage, die Kinder zu beaufsichtigen. Im Gegenteil, Sie stiften sie ja noch an. Ich rate Ihnen eins. Lassen Sie die Kinder in Ruhe. Sonst? Raus damit. Was sind Sie bloß für ein Mensch? Ich kenne ein Land, wo wilder Thymian blüht. Wo... Primeln leuchten, das Veilchen. Du so ganz alleine da draußen hat Tantchen bestimmt Angst. Nein, das ist wie Urlaub für die. Die freut sich doch, wenn sie mal ein bisschen draußen rumrennen kann. Und wer weiß, vielleicht trifft sie ein paar nette Kollegen. Die kommt schon wieder. Jetzt schlaf. Mit frischen Rosen, Malven und Jasmin. Dort träumt Titania in der Nacht. Wenn Tanz und Spiel sie müd gemacht. Dort streift die Schlange ab die schillernd bunte Haut. Ein Prachtgewand für eines Elfenbraut. Zeit so komisch. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss nachdenken.
Dann haben Sie ja doch noch mal zum Laufen gebracht. Also so gerade eben noch. Und es gibt nur einen hier, der die alte Lady noch fahren kann. Und das bin ich. Und wie war's gewonnen? Also die haben mir 800 geboten. Boah. Ohne deinen Tiger-Tipp hätte ich das nie geschafft. Glückwunsch. Aber jetzt ist dann auch mal mein Auto dran, ne? Also das wird. Aber vielleicht kann ich dich heute Abend abholen. Halt, bevor ich was vergesse. Die sind für dich. Ich habe kein Interesse, Herr Neumann. Papa? Julia. Was machst du denn hier? Moment mal. Also wenn hier einer Fragen stellt, dann bin das wohl ich. Du hast gesagt, du übernachtest bei einer Freundin. Jetzt treibst du dich mit den Bengels rum? Leon ist kein Bengel und ich treib mich auch nicht mit ihm rum. Ich gehe mit ihm. Was? Du gehst mit ihm? Und das seit 2 Monaten. Mensch, Torte, du hast den Vollernter doch noch hingekriegt. Toll. Willst du einen Kaffee? Sie hat bei euch übernachtet? Mit ihm? Ich bin kein Kind mehr, Papa. Lass die Finger von meiner Tochter. Und komm mir demnächst nicht unter die Augen. Ich sag's dir. Das kannst du nicht bringen. Der macht bei dir eine Lehre. Wie, das kann ich nicht bringen? Die haben mich belogen. Julia ist 17. Die ist fast schon erwachsen. Da will man auch mal... Du hast davon gewusst, ja? Und mir nichts gesagt? Super, Freund. Weißt du was? Sieh zu, wie du mit deiner Scheißernte alleine klarkommst. Und du kommst jetzt mit. Und zwar sofort. Los, komm. Bei einer Freundin übernachtet. Ich glaube, ich spinne. So zu belügen. Haben Sie denn Beweise dafür, dass es die Kinder waren? Es war dieser Junge, angestiftet von ihm. Und Sie sind sicher, dass da vorher was anderes drin war? Wie sollte Ihrer Meinung nach ein Parfum mit diesem Geruch heißen? Geriatrie oder wie? Und Sie wollen also jetzt Anzeige erstatten? Natürlich. Das war ein Anschlag. Man ist seines Lebens ja nicht mehr sicher. Es gibt Ungeziefer. Nachts schleicht jemand ums Haus herum. Fallen schnappen zu 2 Mal gestern Nacht. Ich sehe mich mal um. Dieser Mann ist nicht in der Lage, Kinder zu erziehen. Ich möchte, dass Sie Ihren Vorgesetzten über diesen Vorfall in Kenntnis setzen. Ich habe es Ihnen immer wieder gesagt, Herr Jahn. Das ist einfach zu viel für Sie. Ich fürchte, das gibt richtigen Ärger. Petra, kommst du mal? Wie kann man nur so werden wie Sie? Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Leben? Sie sind ganz allein. Sie haben keine Freunde. Und Sie werden einsam sterben. Eine verbitterte alte Jungfer mit einer Katze. Einem Kater. Peter? Wir haben eine Leiche. Aber vielleicht kann man doch noch was machen. Nein, da kann man nichts machen. Die ist in eine Falle gegangen. Ist ganz schnell gegangen. Hey. Fallen auf Stellen? Das war seine Ratte. Sie ist Tantchen. Tut mir leid, das wollte ich nicht, wirklich nicht. Du hast mir gesagt, dass es hier Ratten gibt und ich habe Angst vor Ratten. Und da... Ja, das war's doch. Okay. Kommt, Jungs. Machen Sie was zu essen.
Hannchen, du wirst gerecht werden. Ich schwöre. Hausarrest, 2 Wochen. Das ist so unfair. Aber guck mal, Julia, ich muss dir was zeigen. Die waren rund um die Laube aufgestellt. Und ich sag dir, wenn man da reintritt, das zwiebelt mächtig. Ist dir mal aufgefallen, dass dein Vater humpelt? Das würde ja bedeuten, dass er da oben war. Ja, bei der Tussi. Und dir und mein Vater? Kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits, wieso repariert er eigentlich ihr Auto nicht? Stimmt. Du hast recht. Ich habe mir die Karre angeschaut. 2 Stunden und fertig, kein Problem. Wenn ich das meiner Mutter erzähle. Die 2 Hebel und den anderen auf neutral. Ja, habe ich. Vergiss es! Der Einzige, der die alte Lady schafft, ist Torte. Verräter der. Die haben für morgen Nachmittag Gewitter angesagt. Ja, ich spür's im Kreuz. Mit der Hand schaffen wir das nie. Unmöglich. Was machst du denn da? Hm? Gib zu. Du zögerst die Reparatur von dem Auto dieser Person mit Absicht hinaus. Also, wie kommst du denn darauf? Das mache ich nicht. Mein Spider. Bist du völlig verrückt geworden? Ich habe noch einen. Nicht den Tiger. Bitte. Du hast mir nie gesagt, was für einen Spaß das macht. Bitte nicht. Bist du in sie verliebt? Sag die Wahrheit. Wie kommst du denn darauf? Du hast sie zu einer Spritztour eingeladen. Gestern Nacht warst du da oben und bist in eine Rattenfalle getappt. Heute früh warst du wieder da, hast dir Blumen gebracht. Wieso solltest du das alles tun, wenn du nicht in sie verliebt wärst? Ich habe gedacht, sie interessiert sich für mich. Und das, was ich tue. Und bitte jetzt nicht wütend werden. Das hat sich einfach gut angefühlt. Du gehst da nicht mehr hoch, bis die weg ist. Ich will Blumen einmal die Woche. Kriegst du. Ich will auch mal wieder auf eine kleine Spritztour. Und ich will mit zum Rennen. Klar, wenn dich das interessiert. Noch eins. Unsere Tochter wird im November 18. Hör endlich auf, sie wie ein Wickelkind zu behandeln. Ganz ehrlich, Thorsten, liebst du mich überhaupt noch? Ich glaube schon. Ehrlich. Also, manchmal vergesse ich das, Gabi. Ich bekomme 2.340 Euro von Ihnen. Hier die Rechnung für die Ersatzteile und die Arbeitsleistung meines Mannes. Oh, so viel habe ich gar nicht bei mir. Aber vielleicht könnt ihr später wiederkommen und... Das unterlassen Sie bitte. Überweisen Sie es binnen 14 Tagen. Kontonummer steht drauf. Hallo Gabi, wo ist Torte? Ich dachte, er kommt doch. Ja, wollte er ja auch, aber dann ist er krank geworden. Windpocken, langwierige Sache. Was? Windpocken? Dafür helfen wir. Ja, das ist schön, aber wer fährt denn Vollernter? Keine Ahnung, vielleicht Klaus. Der Klaus kriegt den nicht mal an, genauso wenig wie ich. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Also gut, dann lesen wir heute von Hand, was geht, bis das Gewitter kommt. Alle hopp.
Schau mal. Hast du vergessen? Kriegst mich nicht. Bleib stehen! Du hast Tantchen ermordet. Es tut mir leid, wirklich. Davon wird sie auch nicht. Gib mir deine Hand. Na, mach schon, oder willst du da drin bleiben? Stinkt hier. Komm her. Oh. Ja. Warte mal. Ab ins Haus, komm. Wo willst du denn noch in die Hütte rein? Schön knapp abschneiden, ganz da, da oben. Schau, hier, genau. Und du gehst bitte darüber. Da ist auch noch ganz viel, schau. Geknutscht wird später. Yeah. Nicht so doll. Entschuldigung. Guck mal, wie neu. Hast du es schon lange? Meine Eltern hatten nicht so viel Zeit für mich. Aber an meinem 7. Geburtstag ist mein Vater mit mir auf den Rummelplatz gegangen und hat mir das Stinktier geschossen. Hat es einen Namen? Stinktier. Das ist doch kein Name. Theo, das mit deiner Ratte, das tut mir wirklich leid. Ich habe schon überlegt, ob ich dir eine neue kaufe. Das wollte Peter auch schon. Aber ihr versteht das nicht. Wenn Stinktier jetzt weg wäre und man dir ein neues schenkt, das wäre doch auch nicht mehr Stinktier. Oder? Nein, das wäre es nicht. Sarah, versprichst du mir, wenn ich dir etwas sage, dass du nicht schimpfst? Wie kann ich dir denn das versprechen? Verspreche es einfach. Na gut, okay. Ich habe die Briefe weggeworfen. Alle. Wieso das denn? Weil immer wenn solche Briefe kommen, muss ich weg. Und ich will hier nicht mehr weg. Weißt du was? Stinktier hat mir eben gerade gesagt, dass er auch lieber hier bleiben will. Mir hat er gesagt, er möchte einen richtigen Mann. Ich überlege mir einen. Hallo? Ist jemand da? Was machen Sie denn hier? Ich, wir hatten einen kleinen Unfall und da dachte ich, ich konnte ihn doch nicht so lassen. War der Junge unbeaufsichtigt? Ich sollte auf ihn aufpassen. Sie. Ich denke, Sie können jetzt gehen. Ich bin ja jetzt da. Wo ist denn dein Papa? Peter ist bei der Ernte. Ist Paul auch bei ihm? Warum? Was willst du von ihm? Willst du ihn mal wegholen? Wir halten es für besser, wenn er in eine andere Pflegefamilie kommt. Jetzt wollen Sie den Jungen allen Ernstes aus seiner gewohnten Umgebung reißen und in eine neue Pflegefamilie stecken, oder was? Ich habe eine ganz ausgezeichnete Pflegefamilie. Sie können doch nicht einfach so eine Entscheidung treffen. Selbstverständlich habe ich diese Entscheidung nicht im Alleingang getroffen. Glauben Sie denn im Ernst, meine Vorgesetzten... Halt! Ich ziehe die Anzeige zurück. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Es ändert nichts an der Tatsache, dass Paul eine strafbare Handlung begangen hat. Ich habe das Zeug in die Parfümflasche gefüllt. Warum sollten Sie sowas tun? Weil die Jungs haben mich geärgert und da dachte ich, ich könnte sie auch ärgern. Und wie? Und dann haben Sie sich selbst... Sagen Sie mal, wie alt sind Sie eigentlich? Offensichtlich nicht alt genug. Na gut. Dann denke ich, wir werden das noch mal neu besprechen. Ich werde Sie über den Termin in Kenntnis setzen. Aber Shakespeare bleibt.
Jungs, die Ernte muss rein. Dankeschön, Ring. Gerne geschehen. Gehst du jetzt? Mach's gut. Das hast du toll gemacht. Platt waren. Dann haben sie sich geschnitten. Ich weiß, was ich tue. Ich habe das gelernt. Meine Eltern hatten einen Weinberg. Also gut. Eine Reihe, dann ausladen. Stunden? 10. 10? Ja. Okay. Ja, dann Apfelbaum reinmachen, ja? Wir hatten dieses Jahr eine frühe Blüte und entsprechend auch eine frühe Ernte. Die niemand will, weil erst die kalten Herbstnächte das Aroma in die Trauben treibt. Haben Ihre Eltern den Weinberg noch? Nein. Warum nicht? Die haben von früh bis spät geschuftet. Das hat sich doch nicht gelohnt. Ich bin ja nicht davon überzeugt, dass man hier in diesen Lagen einen guten Wein hinkriegt. Ach so. Ja, also sehr säurebetont, der Boden viel zu sandig. Na dann. Ich muss gehen. Sie können übrigens gerne noch bei mir duschen, wenn Sie wollen. Und ich schwöre es Ihnen, bei mir kommt Wasser aus der Leitung, keine Säure. Isabel, Peters Frau. Sie ist tot. Ein Unfall. Sie wollten verreisen. Blöd war bloß, dass Peter eigentlich mitkommen wollte. Aber er musste arbeiten. Und dann ist sie alleine gefahren. Dann ist es passiert. Aber sie war gleich tot. Und der kleine Junge auch, den sie Weihnachten gekriegt hätten. Vielleicht hat das alles seinen geheimen Sinn, dass sie hergekommen ist und so. Schon mal drüber nachgedacht? Der Zufall ist Gottes Art, anonym zu bleiben. Sagt der große Philosoph Klaus Grabow. Diesmal leider nicht von mir. Ich meine, so verkehrt ist die doch gar nicht. Sie weiß, was sie will, versteht was vom Wein und abgesehen davon sieht sie nicht übel aus, oder? Und ein Herz hat sie offensichtlich auch.
Leider schlägt's auf der falschen Seite. Ich kenne ein Land, wo wilder Thymian blüht, wo Primeln leuchten, das Veilchen dunkel glüht. Hast du gelauscht? Nicht mit Absicht. Sommernachtstraum. Ich kann das nicht. Was kannst du daran nicht? Ich weiß nicht, wie man sowas sagt. Vielleicht musst du gar nicht darüber nachdenken, wie du es sagst, sondern an etwas denken, das du liebst. Vielleicht an ein Zuhause. Das einem andere wegnehmen wollen. Sag es, als würdest du an ein Zuhause denken. Wie das denn? Ich kenne ein Land, wo wilder Thymian blüht. Wo Primeln leuchten, das Veilchen dunkel glüht. Wo Geißblatt üppig wölbt den Baldachin, mit frischen Rosen, Malven und Jasmin. Dort träumt Titania in der Nacht, in Tanz und Spiel sie müd gemacht. Dort streift die Schlange ab, die schillernd bunte Haut, ein Prachtgewand für eines Elfenbraut. Sie fahren? Wird Zeit. Also, ohne Sie hätten wir das... Betrachten Sie es als eine Art Wiedergutmachung. Kann ich Sie noch auf eine kleine Weinverkostung einladen? Ich trinke keinen Wein. Klares Kirchenfenster, hellgelbes Farbbild, leicht grünliche Reflexe, typisch für einen jungen Wein. Sauerstoffbläschen. Schlank, schönes Aroma, fruchtig. Zitrusfrüchte. Ananas, Orange. Leicht im Alkohol. Aber zu viel Säure. Finde ich gar nicht. Doch, deutlich. Ich habe Ihnen doch gesagt, der Boden ist zu sandig. Ich empfehle dringend einen Säureabbau. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Mein Wein wird nicht geschönt. Eine Eiweißspülung hat doch mit Schönen nichts zu tun. Aber machen Sie, was Sie wollen. Ist ja Ihr Wein. Warten Sie. Ich habe noch einen. Cabernet Sauvignon, 2008. Etwas muskulöser. Tiefrot. Volles Bouquet. Schwarze Johannisbeere. Eiche. In Barrique gereift. Gut gebaut. Der berüchtigte lange Abgang. Das ist ein großer Wein. Mein Prämienwein. Er hat nur einen Fehler. Das Etikett. Peter. Weiß ich doch. Eigentlich wollte ich nur eine Auszeit nehmen. Und dann bin ich hier gelandet. Hab mich verliebt in den Platz, in den Menschen, in den Wein. Und dann kamen noch die Jungs dazu. Und jetzt bin ich hier richtig verwurzelt. Möchte gar nicht mehr weg. Du warst mal ein exzellenter Anwalt. Der Springwater-Fall. Es gab doch überhaupt keinen Grund, das Mandat niederzulegen. Doch, den gab's. Wenn ich den Prozess damals gewonnen hätte, dann wären auf der Stelle 1200 Menschen arbeitslos gewesen. Das klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich konnte es nicht. Und du? Was ist bei dir schiefgelaufen? Wieso? Was soll denn bei mir schiefgelaufen sein? Du warst verheiratet, bist es nicht mehr. Woher weißt du das? Also, was ist schiefgelaufen? Alles? Ich muss jetzt schlafen gehen. Gute Nacht.
Gute Nacht. Es gibt Neuigkeiten. Herr Beermann hat in der Korrespondenz zwischen seinem Vater und Herrn Jahn ein Fax gefunden, das wir gut gebrauchen können. Ich habe das Fax vom 4. Achso, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, ja, vom 4. August 2009, aus dem eindeutig hervorgeht, dass es sich um ein Dienstverhältnis gehandelt hat. Ja, und das ändert die Situation völlig. Jetzt muss er raus, und zwar sofort. Das hat er nun davon. Und wem haben wir das zu verdanken? Ihnen. Ja, das war eine großartige Idee, dem Jahn ein Dienstverhältnis anzudichten. Genial. Genial. Respekt. Aber ist das nicht ein bisschen dünn? Glückwunsch, Sigi. Gratuliere. Endlich auch mal gewonnen, hä? Und, wie fühlt sich's an? Gut. Sehr gut, du. Ach, Shakespeare ist alles andere als doof. Wenn du genau hinschaust, ist doch die ganze Welt wie seine Stücke. Ich wusste nicht, dass die da noch dran sind. Jetzt tu nicht so. Das war deine Idee. Frag dich nur, ist es ein Drama oder eine Komödie? Wart mal. Ich denke, es gibt da noch eine Möglichkeit, wie du euren Auszug verhindern kannst. Du musst mit Sigi reden. Hä? Ja, ich glaube, da liegt einiges im Argen zwischen euch beiden. Also fahr hin, red mit ihm. Und wenn du willst, fahr ich mit. Sag mal, spinnst du eigentlich? Erst versuchst du alles, um uns hier rauszuschmeißen, und jetzt kommst du mir mit psychologischer Beratung, oder was? Was willst du überhaupt noch hier? Fahr in deine Kanzlei und lass dich feiern. Was ist mit dir? Ich denke, du hast Windpocken. Also, Peter, ey. Nicht jetzt. Ich werde hier so lange warten, bis du mitkommst. Ich wollte mich entschuldigen, Peter. Wirklich. Seid ihr das? Sigi und du? Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du mal wieder mit ihm reden würdest. Habe ich ja versucht. Wir haben immer um die Wette geschaukelt. Es ging darum, möglichst hoch zu schaukeln und dann abzuspringen. Sigi hat es nie geschafft. Er hat immer vorher aufgegeben. Der Schisser. Willst du uns wirklich hier weghaben? Ich will das nicht. Mein Klient will das. Warum hilfst du ihm dann? Das ist meine Arbeit. Dann hast du eine schlechte Arbeit. Wir haben uns nie wirklich verstanden. Als ich damals zu den Beermanns kam, war ich 10 und er 7. Unser Verhältnis war von Anfang an schräg und hat sich auch nicht gebessert. Der konnte einem aber auch auf den Wecker gehen. Hing ständig an mir dran, wollte mir alles nachmachen. Und wenn da mal was war, war er sofort beleidigt. Immer. Er war eifersüchtig. Ich meine, als Paul zu uns kam, war ich auch erst eifersüchtig. Du hast dich doch mehr um ihn gekümmert als um mich. Ja, aber Paul hat damals meine ganze Aufmerksamkeit gebraucht, weil er sich hier eingewöhnen musste. Und diese Aufmerksamkeit hat mir gefehlt. Vielleicht ging es Sigi damals genauso wie mir. Ja, frag ihn doch einfach mal. Vergiss es, der lässt nicht mit sich reden. Versuch es doch wenigstens. Fahr mal hin. Allein schon wegen Tier und Paul. Der Jeep ist kaputt. Aber draußen, Peter, wartet jemand auf dich. Und dieser jemand hat ein Auto.
Stein. Was machen Sie denn hier? Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht, Herr Beermann. Ach nee. Ich denke, Sie sollten miteinander reden. Wenigstens dieses eine Mal. Ich kann auch dabei bleiben, wenn Sie möchten. Können Sie mir sagen, warum? Naja, weil Sie doch irgendwie Brüder sind. Und dann sag, was du zu sagen hast. Ja, wie hier? Durch den Zaun oder was? Ja, meinst du, ich lass dich rein? Also gut. Du hast gesagt, ich soll dir einen Grund nennen, warum du fair zu mir sein solltest. Ich hab einen Grund. Besser gesagt drei. Die Jungs. Sie haben bei mir auf dem Hof endlich ein Zuhause gefunden. Leon macht eine Lehre und ist das erste Mal verliebt. Paul und Theo, die waren schon in so viel Pflegefamilien, die wünschen sich nichts mehr, als an einem Ort bleiben zu können. Ich habe dich noch nie um was gebeten, Sigi, aber jetzt tue ich's. Für die Jungs. Das Zweite, also zweitens, du hast es bestimmt nicht immer leicht gehabt mit mir. Also, wenn da was war, wenn ich dich irgendwie verletzt haben sollte, dann tut's mir leid. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und zwar unabhängig davon, wie du dich jetzt entscheidest. Und drittens? Gibt's nicht. Manchmal wüsste ich gerne, wie mein Leben ohne dich verlaufen wäre. Komm rein. Ich konnte dich nach seiner Beerdigung nicht anrufen. Ich habe immer nur Briefe geschrieben. Auf den alten Herrn. Und? Gut. Ist auch von dir. Hä? Echt? Ja. Seit Vaters Tod habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Weißt du noch, wie du vom Dach gefallen bist und ohnmächtig warst? Ja. Weil du mir weisgemacht hast, dass ich fliegen kann. Vater war außer sich damals. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so außer sich war. Du warst immer der Tolle. Der Sohn, den Vater sich immer gewünscht hat. Das war's aus deinem Leben gemacht und ich. Ich bin ein Versager. Jetzt komm. Sag jetzt nichts. Neben dir konnte ich nie gewinnen, verstehst du? Ich kann mich noch ganz genau an deine Abiturfeier erinnern. Wo du in der Aula auf der Bühne standst. Vater war so stolz auf dich. Wirklich. Er hat geweint. Das ist schön. Hey. Und höher. Noch höher, Sigi. Komm. Gas. Oh. So hoch war ich noch nie. Oh. Ja. Und flieg! Tut's weh?
Alles in Ordnung. Mir ist mein linken Arm gebrochen und meine rechte Hand verstaucht. Soll ich nicht doch lieber mitkommen? Ach, nö, lass mal. Ruf mich an, wenn du was brauchst. Mach ich. Ich weiß ja nicht, was die Frauen an dir finden. Aha. Dieser Wahnsinnige. Habt ihr denn nun auch was besprochen oder habt ihr nur geschaukelt? Wir haben auch gesprochen. Und was ist dabei herausgekommen? Alles gut. Wie alles gut? Der geht wieder. Super. Und? Ja, sag schon. Wir können bleiben. Ja, ja, ja. Mensch! Alter Schiss! Wir können bleiben! Hey! Ja! Leon, wir bleiben! Ja, wir bleiben! Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Die Ölwanne? Soll ich Torte anrufen? Bloß nicht. Habe ich mich eigentlich schon bedankt? Nö. Kommt noch. Dort träumt Titania in der Nacht, wenn Tanz und Spiel sie müde gemacht. Dort streift die Schlange ab die schillernd bunte Haut. Ein Prachtgewand für eines Elfenbraut. Nun, bis Tages Wiederkehr, Elfen schwärmt im Wald umher.
aufstehen. Schule, Arbeit. Tantchen füttern nicht vergessen. Schröder. Guten Morgen, Schröder. Tschüss, Schröder. Bis heute Abend. Ich könnte auch die Kammer auf dem Dachboden haben. Paul, stellst du das mal in den Kühlschrank? Ich verstehe, dass du ein eigenes Zimmer haben willst, aber ich habe im Moment echt andere Sorgen. Ja, wie die kleinen Nerven. Selber. Nach der Ernte. Versprochen. Das ist letztes Jahr auch schon gesagt. War jemand Brot? Hab genug. Auf geht's. Und dann muss die alle ich essen. Gut, alles klar. Frau Gebauer, guten Morgen. Ich bin im Fahrstuhl, ja. Dann beantragen Sie Fristverlängerung. Ja, bis gleich. Ja. Hallo. Nee, ich kann jetzt nicht. Ich rufe später an. Meine Lehrerin in Kunst ist voll blöd. Erst hat sie mir gesagt, wir sollen einen ganz, ganz kleinen Fisch malen im großen Ozean und dann hat sie mir keinen einzigen Stern gegeben. Verstehe ich gar nicht. Du bist doch voll getroffen. Aber das ist ein ganz kleiner Fisch. Eine Erbschaftsangelegenheit. Sie haben ja vollkommen recht. Aber es hilft ja nichts. Wir haben den Mann mehrfach angeschrieben. Keine Reaktion. Um die Sache muss sich jemand vor Ort kümmern. Und dieser jemand sind Sie. Aber Sie haben mir ganz andere Aufgaben versprochen, Herr Henning. Größere. Erledigen Sie diese Sache und danach reden wir über eine Partnerschaft. Geredet haben wir genug. Der nächste Fall wird prickelnder. Versprochen. Es geht um ein altes Weingut. Der ehemalige Besitzer Karl Beermann ist vor 4 Monaten gestorben. Einziger Erbe, sein Sohn Siegfried Beermann, sein einzig leiblicher Sohn. Karl Beermann hatte noch einen Pflegesohn und den hat er auf dem Weingut wohnen lassen. Der Mann heißt Peter Jahn. Nach Auskunft unseres Mandanten lebt er zurückgezogen. Keine sozialen Kontakte, keine Arbeit. Eine Randfigur der Gesellschaft. Viel Spaß, Jungs. Ich hab's vergessen. Kannst du mal kurz? Das gibt's mir jetzt auf den letzten Drücker. Paul! Aufpassen in Deutsch, ja? Oh, die Trulla vom Jugendamt. Herr Jahn, hallo, warten Sie! Was ist denn jetzt mit dem Sommernachtstraum? Sommernachtstraum? Ja, Paul wird in der Schulaufführung den Oberon spielen. Seine Noten in Deutsch sind eine Katastrophe, sagt die Lehrerin. Der Junge hat einfach kein Gefühl für Sprache. Hat er Ihnen denn nichts von unserem Projekt erzählt? Nee, hat er nicht. Vielleicht können wir zwei uns ja mal treffen. Das Stück diskutieren. Was meinen Sie? Ist im Moment ganz schlecht. Tut mir leid. Wir haben Weinlese. Wir müssen los. Ja, wir müssen los. Tschüss. Wiedersehen. Der Hof soll verkauft werden, so schnell wie möglich. Ich habe einen Kaufinteressenten, einen Investor. Es gibt sogar schon Bebauungspläne. Da darf natürlich kein Mieter drin sein, ist natürlich klar.
Also, was ist denn nun? Sie sagten doch, Sie hätten ihn angeschrieben. Wir haben ihm die Kündigung bereits mehrfach geschickt, aber bisher... Schicken Sie ihm noch eine. Wenn ich das richtig verstehe, guten Tag. Dann soll Ihr Bruder... Das ist nicht mein Bruder! Gut, dann also der Herr... Jan. Also, der Herr Jan soll den Hof besser heute als morgen räumen. Ja. Hat er nicht mal einen Mietvertrag. Schmeißen Sie ihn raus. Sie können sich auf uns verlassen, Herr Beermann. Ja. Will ich auch hoffen. Also, schönen Tag noch. Merkwürdig, aber solvent. Sie haben es ja gehört, Frau Stein. Auf. Fahren Sie dahin und sorgen Sie dafür, dass der Herr dort so schnell wie möglich auszieht. Machen Sie ein bisschen Druck. Drohen Sie mit der Räumung. Das Übliche. Die sind ja immer noch da, hm? Hallo, Schatz. Mensch, Torte, du hast versprochen, dass du den Vollernter reparierst. Du kannst doch nicht immer nur an deinen Modellautos rumbasteln. Also jetzt hörst du dich an wie meine Frau. Es ist Erntezeit, ich brauche das Ding. Es kann jeden Moment losgehen. Samstag ist Wettrennen, da geht's um die Wurst. Und danach ist deine alte Lady dran. Das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Inzwischen ist der Traktor kaputt und der Jeep macht auch schon komische Geräusche. Ich brauche dich. Du musst mitkommen. Sei ein Freund. Bitte. Du und dein Strott, echt. Tschüss, Papa. Bis heute Abend. Wie, bis heute Abend? Bis heute Mittag. Rumtreiben ist nicht, Fräulein. Du weißt, was zu machen ist. Ich bin gleich wieder da. Achtung, Ziehfahrer, Offroad. Dem geht aber auch wirklich gar nichts. Nicht mehr viel zu sagen. Und wenn, dann streiten wir nur. Gib mir mal den 18er. Ring oder Gabel? Ring. Ich habe meine Autos, sie hat ihre Serien. Habe ich mir irgendwie auch anders vorgestellt. Also, weißt du, wenn ich mein kleines Mädchen nicht hätte... Julia ist doch schon ein ziemlich großes Mädchen. Hat sie schon einen Freund? Warum machst du Witze? Meine Julia doch nicht. Der rutscht durch. Mir die Rohrzange. Gibt's die auch in klein? Hab ich in der Werkstatt. Was ist denn mit dem Vollernter, Torte? Mensch, wir brauchen den! Sag mal, fängt der jetzt auch schon damit an? Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Das möchte ich aber stark bezweifeln. Vata. Guten Tag, die Herren. Ich bin Sarah Stein, vertrete die Kanzlei Henning & Co. Siegfried Beermann in der Erbschaftsangelegenheit Karl Beermann. Tag. Guten Tag. Klaus Grabo. Tagchen. Peter Jahn nehme ich an. Thorsten Neumann. Peter Jahn. Also gut. Es geht um die Kündigung des Wacholderhofes. Was für eine Kündigung? Moment. Frau Gebauer, was gibt's? Sagen Sie Dr. Behling, ich rufe zurück. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nichts von der Kündigung. Lassen wir doch die Spielchen, ja? Wir haben Sie mehrfach angeschrieben. Sie haben nicht darauf reagiert. Sie haben die Widerspruchsfrist verstreichen lassen. Damit dürfte klar sein, dass Sie binnen 3er Monate hier raus sind. Hier. Eine Abschrift. Also ich dachte, du erbst den Hof.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Nein, Herr Bälde, wir hatten verabredet, dass die Vorauszahlung fürs vierte Quartal nicht gezahlt wird. Ja. Ja, genau. Und die 7G-Rückstellung nicht vergessen. Entschuldigung. Hallo. Ich rufe zurück. Ich habe diese Kündigung nie erhalten. Das sagen Sie alle. Und hier muss ein Missverständnis vorliegen. Herr Beermann wollte mir den Hof und das Weingut vererben. Er war letzten Sommer hier und hat sein Testament extra geändert. Ich war ja dabei. Ja, das kann ich auch bezeugen. Nur ist dieses Testament bedauerlicherweise nirgendwo aufgetaucht. Somit geht das gesamte Erbe an den einzig lebenden leiblichen Verwandten Siegfried Beermann. Und der beansprucht nun sein Erbe. Ich habe mich eigens auf den Weg gemacht, um Ihnen klarzumachen, dass Sie binnen 3er Monate, das heißt bis spätestens 19.12. hier ausgezogen sein werden. Das war's auch schon. Schönen Tag noch. Frau Stein? Ich lebe seit 8 Jahren hier. Laut Mietrechtsreform von 2001 beträgt die Kündigungsfrist 9 Monate. Da hat sich aber jemand schlau gemacht. Ich dachte, Sie haben keine Kündigung erhalten? Habe ich auch nicht. Herr Jahn, was wollen Sie überhaupt? Ihr Bruder ist doch überaus fair zu Ihnen. Er hat Sie gekündigt wie einen regulären Mieter und das, obwohl Sie weder Miet- noch Pachtvertrag haben. Nach § 535 BGB kann ein Mietvertrag auch konkludent geschlossen werden. Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ein wesentlicher Aspekt eines Mietvertrages ist die Entrichtung des Mietzinses. Sie haben keinen gezahlt, denn das würde sich ja nachvollziehen lassen. Morgen früh um 10 Uhr werde ich Ihnen die erforderlichen Nachweise vorlegen. Da bin ich aber gespannt. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Sie lecken. Bitte? Ihre Wanne leckt. Die Ölwanne. Also, die leckt. Gewaltig. Ja, die leckt. Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Idiot. Verräter. Wesentlicher Aspekt eines Mietvertrages ist die Entrichtung des Mietzinses. Zicke. Also, er ist früher mal ein richtig guter Anwalt gewesen. Der Jahn war mal Anwalt? Warum sagt mir das denn keiner? Weiß ich auch nicht. Wie lange wird denn die Reparatur dauern? Wir brauchen eine Wanne, die Stutzen sind hinüber. Also muss ich beim Werk bestellen, dauert eine Weile. Warum wollen Sie eigentlich, dass Peter da oben auszieht? Ich will gar nichts. Ich bin Anwältin, vertrete meinen Klienten, der den Hof rechtmäßig geerbt hat. Oh, Vorsicht! Pardon? Der Spider. Mein Meisterwerk. Kommen Sie mal mit. Da ist ja praktisch alles vorhanden. Anschnallgurt, Lenkrad, Licht. Sie haben wirklich nichts vergessen. Also im Kleinen wie im Großen. Für den haben Sie mir schon 600 geboten. Ist nicht wahr. Doch. Also, es wäre unglaublich toll, Herr Neumann. Torte. Torte, wenn Sie mein Auto heute noch... Heute? Keine Chance. Dann brauche ich ein Zimmer. Es gibt nur eine Pension hier am Ort. Schön hier, ne? Also habe ich alles selbst renoviert. Aber morgen ist mein Auto doch fertig. Frühestens übermorgen. Also ich rufe gleich mal beim Werk an und mach ordentlich Druck. Das nächste Hotel gehobener Klasse befindet sich in 30 Kilometern. Sie hat doch kein Auto. Schatz, wolltest du nicht noch die Flaschen wegbringen? Ja. Macht 28,60. Ist ohne Frühstück. Das hier muss noch dran. Siegfried Beermann, bitte sprechen Sie nach dem Piep. Hallo Siege, hier ist Peter.
Wir müssen dringend miteinander reden. Ruf mich doch mal an. Danke. Tschüss. Der geht nicht ran. Hätte ich das Testament verschwinden lassen, würde ich auch nicht rangehen. Guck mal her. Zitat von Rechtsanwältin Sarah Stein. Ich muss Menschen überzeugen, dass ich Recht habe. Ganz schön überspannt, die Gute. Sag mal, Peter, was versprichst du dir davon? Kenne deinen Gegner. Alte Juristenregel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Welt. Übrigens, der Briefträger hat mir erzählt, er hätte Briefe von einer Kanzlei eingeworfen. Vielleicht war die Kündigung da dabei. Ja, und wo sollen die geblieben sein? Es können doch nicht einfach Briefe verschwinden. Das ist doch mysteriös. Hey, Zwerg. Mhm. Du musst nicht langsam mal ins Bett? Ich bin kein Zwerg. Komm gleich hoch zu euch. Wo kommst du jetzt her? Schwierige Sache, dieser Vollernter. Schwierige Sache. Und was der für Flecken macht, so ein Vollernter. Erstaunlich, ne? Ich kenne ein Land, wo wilder Thymian blüht. Du, Paul, vielleicht müssen wir hier weg. Quatsch. Wie kommst du darauf? Weiß nicht. Wo wilder Thymian blüht, wo Veilchen wachsen. Veilchen. Wo Veilchen. Fliegende Bücher. Interessant. Shakespeare. Ich hasse Shakespeare. Mann, ich kann das nicht. Als ich angefangen habe, Wein zu machen, da habe ich auch oft gedacht, ich hasse Wein, wirklich, ich hasse das. Na und? Ja, aufgeben kann jeder. Weitermachen ist schwer. Aber ich verspreche dir, wenn du weitermachst, kommt irgendwann der Moment, wo es anfängt, Spaß zu machen. Niemals. Doch, da wette ich mit dir. Aufgeben ist was für Dilettanten. Also, weitermachen. Du, Peter. Ja? Was sind Dilettanten? Dilettanten sind Leute, die einfach aufgeben. Peter? Hm? Ach, nix. Das ist aber ganz schön wenig. Meine Eltern haben ihn als Pflegekind zu sich aufgenommen. Die hielten das für eine gute Idee. War's nicht. Was war mit seinen Eltern? Weiß ich nicht. War er mal verheiratet? Ja, seine Frau ist gestorben. Wünschen Sie vielleicht einen Wein? Den hier kann ich sehr empfehlen. Der ist von Herrn Jahn, wurde sogar ausgezeichnet. Nein, danke. Ich trinke keinen Wein. Hallo! Hat wohl nicht geschmeckt. Entschuldigung, Frau Neumann, ich habe zu tun. Da will ich nicht stören. So, können wir jetzt wieder? Gut, fassen wir zusammen. Nach dem Tod seiner Frau ist er abgestürzt. Die Kanzlei hat ihn hinausgeworfen. Er ist hierher gekommen, um sich zurückzuziehen. Und der alte Bärmann, ihr Vater, sein Pflegevater, hat ihm den Hof zur Verfügung gestellt. Der hat alles richtig. Und wann schmeißen Sie ihn endlich raus? Tja, Herr Bärmann, wir haben ein Problem. Er kennt die Gesetze. Ja, und? Und noch etwas. Er behauptet, dass ihr Vater ihm Haus und Hof vererben wollte und dass es sogar ein Testament gegeben hat. Was ist damit? Hm? Kann ja viel behaupten. Ich habe die Ersatzteile bestellt. Moment, Herr Bärmann. Komm übermorgen. Und dann noch der Einbau, also. Vielleicht ist es ja gar nicht so eine schlechte Idee, ein bisschen hier zu bleiben. Finde ich gut. Wenn du Lust auf eine Spritztour hast, hm? Einfach Bescheid sagen. Hallo? Hallo! Bin gleich bei Ihnen. Morgen früh brauche ich einen Ersatz für mein Auto. Das kriegen Sie doch hin, Herr Neumann. Ah, Torte. Morgen früh steht was vor der Tür. Versprochen, Sarah. Hallo! Hallo, ich bin auch noch da.
Morgen, Herr Jahn. Guten Morgen, Frau Stein. Schicker Helm. Schön, dass er Ihnen gefällt. Und wie sieht's aus? Haben Sie die Nachweise? Selbstverständlich. Sie werden feststellen, dass meine Investitionen als Mietzahlungen gewertet werden können und höher liegen als die örtliche Vergleichsmiete. Vielleicht sollte ich bei Herrn Beermann eine Rückerstattung beantragen. Was meinen Sie? Dann wird es eben etwas länger dauern. Aber Sie werden hier ausziehen, das verspreche ich Ihnen, so wahr ich hier stehe. Jan? Hallo Peter, hier ist Gabi. Du, ja, ich hab da was entdeckt. Ich rufe später zurück. Ja, ruf später. Ruf gleich zurück, ja? Danke, tschüss. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, ausziehen. Wissen Sie, ich möchte Ihnen nicht die Laune verderben, aber das kann Jahre dauern. Mit Kindern. Sie kennen ja das Argument, soziale Härte. Kinder? Was für Kinder? Pflegekinder. Drei. Alles Jungs. Sie haben Kinder? Drei Pflegesöhne und die wohnen alle mit mir hier auf dem Hof. Der ist Anwalt, der hat drei Pflegekinder. Was denn noch? Ich sag Ihnen was, Herr Henning. Diese Geschichte hier, die können wir komplett vergessen. Keine Chance. Ich werde mir jetzt ein schönes Taxi nehmen und zum nächsten Bahnhof fahren. Mein Auto? Ach, das lasse ich mir schicken. Das werden Sie nicht. Sie bleiben da und holen die Kuh vom Eis. Partner. Partner? Gut. Gut. Aber wenn ich das hier zum Erfolg bringen soll, brauche ich mehr Informationen. Und zwar schnell. Kriegen Sie. Partner. Ich habe gleich gewusst, dass die nichts Gutes im Schilde führt. Weißt du, was die vorhaben? Die wollen ein Wellnesshotel bauen. Warte mal. Hier steht's. Das Wellnesshotel Wacholderhof, moderne Architektur unter Einbeziehung der historischen Substanz. Und aus deinem Weinberg, da wollen die einen Park mit Badelandschaft machen. Ah ja? Tu mir einen Gefallen, Gabi, und behalt's für dich, ja? Ich schweige wie ein Grab. Was willst du denn jetzt tun? Mir meinen lieben Bruder vorknöpfen. Ciao. Oh nein! Hallo? Sie haben recht. Mit diesen Kindern haben wir keine Chance, ihn da schnell rauszubekommen. Das sag ich doch. Uns bleibt nur eins. Wir müssen ihm nachweisen, dass er als Pflegevater ungeeignet ist. Also. Die zuständige Frau beim Jugendamt heißt Dora König. Jeden Freitag in der Mittagspause besucht sie ihren Friseur. Die flotte Locke. Bescheuerter Name. Die Jungs, die hat er ja dem Pastor zu verdanken. Zuerst war ja nur Leon da. Eine provisorische Lösung hieß es. Also ich war ja nicht dafür. Ein Alleinerziehender mit drei Jungs und voll erwerbstätig. Ich finde, der macht das ganz gut. Peter Pan und seine verlorenen Jungs, sagen wir immer. Alles gut und schön. Aber Kinder müssen auch gefördert werden. Und gerade diese haben es bitter nötig. Sehen Sie, ich mache mir doch wirklich Gedanken. Paul, der Mittlere zum Beispiel, hat starke Probleme mit schulischen Leistungen und sozialem Verhalten. Aber wen wundert's? Der kommt aus den schlechtesten Verhältnissen, der Ernste. Bitte mal. Na, jedenfalls hatte ich die Idee, ihn in der diesjährigen Theaterinszenierung spielen zu lassen. Zur Entwicklung von Teamfähigkeit, sinnlichem Umgang mit Sprache. Das schult seinen Geist und er kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Interessanter Ansatz. Na, sagen Sie. Aber Herr Jahn, er sieht einfach nicht, dass ich nur sein Bestes will. Keine Spur von Anerkennung oder Wertschätzung. Ich bin immer nur die Truller vom Amt. Glauben Sie mir, ich weiß, wie sich das anfühlt.